Moinsen, da doch ein paar anscheinend Interesse daran haben, mal hinter die Kulissen zu schauen und so ein bisschen mitgucken wollen, wie ich diese ganzen Sachen überbaue, dachte ich mir, machen wir das auch mal. Ich versuche so ein bisschen mein chaotisches Bauen in gewisse Bahnen zu lenken, damit man das auch präsentieren kann. Also da muss ich jetzt diesmal wohl ein bisschen mich ein bisschen anstrengen, dass es nicht zu chaotisch ist. Weil, ja, schauen wir einfach mal, wie das ankommt, ob das was wird. Ich werde das auch nicht die ganze Zeit hier einfach nur stupide aufnehmen und die ganze Zeit rumlabern, sondern ich denke, mein Plan ist im Moment, so ein paar Schlüsselszenen einfach nur aufzunehmen. Und so die ganzen langweiligen Parts, so einfach nur Sachen erweitern oder sowas, lassen wir mal weg. Was wir aber machen, und ich glaube, das dürftet ihr euch jetzt schon denken, wo wir hier sind, wir werden die Einkaufspassage bauen. Zusammen. So, dachte ich mir. Weil die ist eigentlich gar nicht so groß. Also der Raum hier ist natürlich saugroß. Aber da sie aus Modulen besteht, brauchen wir eigentlich nur ein, zwei Module machen. Vielleicht so ein Mittelstück noch. Und das dann einfach nur über die ganze Breite hier ziehen. Deswegen glaube ich, ist das gar nicht so riesig von den Ausmaßen, wie man sich das vielleicht so denken könnte. Na gut, dann versuche ich mal euch so ein bisschen mitzunehmen auf die Reise und euch ein bisschen Einblick zu geben, wie ich sowas angehe. Und zwar habe ich hier erstmal so ganz grob den Platz erstmal ausgeschabt, den ich zur Verfügung habe. Also ich könnte hier noch ein bisschen weitergehen und hier noch ein bisschen und hier auch. Wie gesagt, eine ganz grobe Ausschabung erstmal. Das ist für mich sozusagen, um erstmal so einen Eindruck zu kriegen, wo kann ich überhaupt bauen? Wie weit kann ich bauen? Also nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Wie viel Platz habe ich? Und das hilft dann mir schon mal enorm, um überhaupt Ideen zu entwickeln, wie man das machen könnte oder was man machen könnte. Dann müssen so ein paar technische Sachen noch gemacht werden, aber da können wir nachher nochmal drüber reden. Muss das Ganze symmetrisch aussehen? Ist es eine ungerade Anzahl an Blöcken breit oder eine gerade Anzahl an Blöcken breit? Wie tief darf es sein? Weil das ist hier zum Beispiel auch eine Sache, die ich vorher schon überlegen musste, bevor ich auch überhaupt dieses Mitmachen von euch realisieren konnte. Ich musste hier ausgucken, wie tief ich gehen kann. Und da hinten seht ihr so ein kleines Modell schon. Oder was heißt Modell? Also wirklich ein grobes Ding. Das ist die Seitenansicht von der Einkaufspassage. Das hier unten ist der Boden. Das hier ist das erste Stockwerk. Dann die Mitteltrennung, das zweite Stockwerk. Und dann hier oben sozusagen eine Decke noch. Und ich brauchte das hier, weil hier unten kommt ja noch der Keller hin, der auch noch bei einigen Modulen dabei war. Und der durfte hier nicht tiefer als diese Layer sein, weil das hier ist 26,5. Und ich habe das in der Survival Map mal ausprobiert. Genau hier, wenn man noch tiefer geht, fängt der Void an, dieser komische dunkle Nebel, der dann halt die Sichtweite einschränkt. Deswegen hier dürfen wir auf gar keinen Fall tiefer gehen, wenn wir in einen Bereich gehen wollen, der auch noch begehbar ist von einem selber, wenn man das hier nicht im Creative Mode halt spielt. Gut. Dann halt kommen wir mal zu wirklichen dem Anfang von dem Ganzen. Das hier ist jetzt erstmal so die Vorarbeit. Und bei mir ist es jetzt meistens so, dass ich schon recht gute Vorstellungen mir machen kann, wie das im Endeffekt aussehen könnte. Natürlich nicht en Detail, also nicht wirklich hundertprozentig. Aber so ein bisschen eine Vorstellung hat man natürlich, vor allem wenn man sich einfach nur so den Raum anguckt, kriege ich ziemlich schnell schon so ein bisschen Gehirnkino und kann mir einige Sachen schon vorstellen. Aber damit man das ein bisschen leichter sich machen kann, gibt es dann einmal natürlich die Möglichkeit, eine Zeichnung sich anzufertigen. Da bin ich immer so ein bisschen, weiß ich nicht, weil ich habe meistens dann, also einige Sachen habe ich gezeichnet vorher, also wirklich nur kladdemäßig, also jetzt nicht irgendwie großartig, aber das ist immer so eine Sache, weil bei Zeichnungen, gerade bei solchen Projekten wie hier, die auch eher runde Gestaltungen haben oder sehr komische Formen, die in Minecraft ist ja eher halt gerade, Block,
und nichts Rundes, nichts Organisches. Deswegen, wenn man sowas dann zeichnet, dann wird es unheimlich schwer, das auch umzusetzen in Minecraft. Man hat zwar dann so eine Vorstellung, wie es sein könnte, aber ich habe davon dann abgesehen irgendwann mal, weil man konnte es eh nicht so umsetzen. Also ich zumindest nicht. Deswegen bleibt es eigentlich bei meiner Fantasie im Kopf meistens und dann wird das halt angepasst, je nachdem, wie es dann aussieht. Und wenn es dann weiter fortgeschritten ist, das Projekt, wird dann halt nochmal drüber geguckt und dann können sich ganz andere Formen wieder entwickeln, je nachdem. Für dieses Projekt hier werde ich jetzt aber eine Sache mal machen und zwar ein kleines Modell erstmal bauen, weil das ist auch noch so eine Möglichkeit, die man recht gut machen kann eigentlich, um sich so eine ganz grobe Vorstellung zu geben, wie es aussehen könnte. Also das benutze ich selber eigentlich nie, aber für euch jetzt zum Sehen halt auch und nicht nur hören, was ich mir so denke, baue ich hier mal so ein kleines Modell hin. Das kann auch unheimlich helfen, wenn man das halt selber für sich macht. Einfach um so eine Vorlage schon mal zu haben in klein. Also was das hier werden soll, ist so die Einkaufspassage. Das ist das unterste Stockwerk. Dann vielleicht irgendwie so eine Halle mittendrin, irgendwo hier oder vielleicht auch mehrere davon. Müssen wir mal gucken, wie es dann nachher platzmäßig ist. Das wird dann halt on the fly gemacht. Und dann kommt hier das zweite Stockwerk drauf. Sup, blub. Und blub und blub blub. Das ist erstmal so die Grundform. Dann habe ich mir gedacht, hier unten ist ja der Boden drin, dass man auf jeden Fall oben so einen Rundgang haben wird. Auf beiden Seiten, der dann halt das obere Stockwerk sozusagen, dass man da überhaupt rankommt. Und in der Mitte von diesem, ich mach mal hier das Ding weg. So, in der Mitte von diesem Gang hier auf dem Boden möchte ich auf jeden Fall irgendwie sowas wie eine kleine Parklandschaft oder sowas haben. Also ob das dann Wasser ist oder vielleicht hier in der Mitte von dieser Halle, vielleicht so eine kleine Insel, wieder mit einem Baum, so wie beim Shuttle Terminal. Und dann hier hauptsächlich so eine Wasserlandschaft. Muss man mal gucken, wie die aussieht. Also einfach nur so ein Strom durch, ist ja ein bisschen langweilig. Da müssen wir ein bisschen rumtesten. Aber das auf jeden Fall. Und dann auch auf jeden Fall hier bei diesen Hallen, je nachdem, ob es mehrere sind oder halt nur eine, das müssen wir gucken, wie die hier reinpassen könnten. Auf jeden Fall dann auch eine Verbindung zwischen den beiden Seiten. Vielleicht auch mittendrin mal eine Verbindung. Das müssen wir mal gucken. Also irgendwelche Brücken oder vielleicht sogar ein Bereich, wo noch ein kleines Café hier oben drauf ist. Irgendwie sowas. Das müssen wir nochmal schauen, wie das hinhauen könnte. Und was wir da oben dann noch haben, ist, wir haben ja hier so eine Verjüngung. Also hier können wir nicht höher, weil das ist das, darüber sind die Shuttle Bays für die großen Raumschiffe. Oder eher gesagt, die Shuttle Bays fangen erst hier auf dieser Höhe an. Aber hier drunter sind noch diese Landeplattform oder Landeschächte für die Drohnen, die die großen Raumschiffe hochhalten. Deswegen geht das hier ein bisschen tiefer noch. Deswegen können wir da nicht höher. Vielleicht zwischendrin mal, irgendwo dazwischen können wir da rein, aber das bringt uns für die Stockwerke nichts. Also wir können die Stockwerke nicht höher machen, weil wir es nicht auf der ganzen Breite machen können. Das wäre das eine. Und da ganz oben drüber können wir auch nicht ganz nach oben. Oder sogar eine Öffnung nach oben machen, weil hier drüber kommen die Schächte für die Güter von den großen Raumschiffen. Also die sind hier noch nicht fertig, also die müssen noch ausgehoben werden. Aber deswegen können wir hier auch nicht weiter hoch. Also das hier ist schon bis auf hier vielleicht so ein bisschen die Schrägen noch schon ganz gut ausgeschabt. Aber was man da machen könnte zum Beispiel, kann man jetzt hier auch so ein bisschen andeuten. Also dass es noch ein bisschen höher geht, das Ganze. Weil wir sehen ja da hinten, das wäre das zweite Stockwerk, das blaue hier. Da haben wir hier oben noch ein bisschen Platz. Also können wir hier noch ein bisschen höher gehen. Ein drittes Stockwerk wird es nicht werden. Aber was ich angedacht habe, und das muss ich dann mal schauen, wie es aussieht und ob es aussieht und wie es aussieht und wie man es machen könnte, bla blub. Ich werde den darüber vielleicht doch noch irgendwie einen Check-in-Bereich machen. Weil ich glaube, dafür ist es breit genug da oben. Also das würde dann vielleicht so aussehen. Das wären jetzt hier die Schrägen.
die wir hier gemacht haben. Weil ich hatte eigentlich vor, den Check-in-Bereich hier vorne hin zu machen. Also vielleicht erst hier mit der Einkaufspassage anfangen, nach da hinten hingehend und hier vorne dann irgendwie einen Check-in-Bereich. Das ist aber ein bisschen problematisch, glaube ich, weil das Ding hier ist unheimlich hoch da oben. Und wenn man da jetzt irgendwie von hier unten hoch möchte, müsste man halt einen riesen Treppenhaus machen oder, wie ich schon gesagt habe, halt riesengroße Aufzüge. Und ich finde, das stört irgendwie. Also gefällt mir nicht so wirklich. Deswegen dachte ich mir, ich ziehe die hier oben noch ein weiteres Stockwerk rein, vielleicht auf dieser Höhe. Und dann ist der Weg nicht ganz so hoch. Ist immer noch ziemlich hoch, aber es geht noch. Also dann werden hier ein paar Fahrstühle hinkommen auf dieser Seite, glaube ich mal. Und hier oben hat man noch ein bisschen Platz und dann könnte man hier zum Beispiel so eine Flughalle machen, wo dann die ganzen Airlines oder sowas wie im Flughafen vielleicht solche Schalter haben. Also das haben wir ja hier nicht. Also wir haben jetzt keine wirklichen großartigen verschiedenen Airlines, aber halt einfach nur so eine Halle, also die Idee. Jetzt nicht genau konkret, da kommen jetzt Lufthansa und bla 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 hin, aber einfach nur Idee, was da in den Raum reinkommen könnte. Also so Hintergedanken. Und das können wir dann hier auch schon mal in dieses Modell reinzimmern, dass wir da oben dann irgendwie sowas wie ein weiteres Stockwerk haben. Und jetzt sieht man auch schon, vielleicht kann man dieses Stockwerk dann da oben auch so machen, dass man hier runter gucken kann bei diesen großen Freiräumen. Irgendwie sowas. Ja, also ich kann mir hier jetzt schon wieder ein paar Sachen vorstellen, wie man es machen könnte. Aber das hier ist schon, wie gesagt, für so eine grobe Angehensweise ist das hier schon ziemlich gut, finde ich. Weil das hilft dann doch zu sehen, wie es aussehen könnte, was man machen könnte. Vor allem auch, ob man den Platz überhaupt hat, das umzusetzen, wie man es machen möchte. Und ich werde jetzt erstmal testen, was ich hier in die Mitte haben möchte, weil das ist dann ausschlaggebend dafür, wie breit das Ganze wird. Weil es muss einmal natürlich ästhetisch von der Breite hinhauen, weil hier kommt ja eine Seite hin und hier kommt eine Seite hin und wenn wir die zu weit auseinander machen, dann sieht das ein bisschen dämlich aus. Wenn wir die zu dicht aneinander machen, die beiden Seiten mit den Geschäften, kriegen wir hier zwischen nichts mehr rein. Deswegen, das muss ich ein bisschen austesten und das hängt davon ab, was ich in die Mitte mache. Also da werde ich ein paar Springbrunnen oder sowas gleich mal ein bisschen bauen und also wirklich nur grob, also jetzt keine Detailarbeiten und ein paar Muster vielleicht bei den Springbrunnen und gucken, was man da machen kann. Vielleicht so eine kleine Wasserlandschaft hier mitten reinziehen und dann erstmal schauen, wie viel Platz die nach links und rechts braucht. Weil dann kann man gut abschätzen dann vielleicht, wie viel Platz man nach links und rechts noch bis zu den Geschäften hat. Und dann hat man diese Breite, mit der man arbeiten kann. Und dann ist es eigentlich nicht mehr weit, bis man die Seiten hier aufzieht, weil der meiste Platz hier an den Seiten sind ja eh die Geschäfte und die brauche ich ja nicht bauen. Die sind ja im Hintergrund schon da. Also ist das nicht sehr viel, glaube ich. Also ich überschätze mich gerne immer und unterschätze die Probleme, die da auf einen zukommen. Aber ich denke mal, das ist ein guter Ansatz. Na gut, so viel zu dem Ding erstmal. Ich werde jetzt hier, wie gesagt, erstmal ein bisschen rumprobieren und immer wieder, wenn irgendwas Spannendes ist oder ich was Erzählenswertes habe, werde ich euch reinschalten. Also bis gleich.